Moin. Heute mal ganz alleine. Schiff ist auf dem Weg ins Winterlager. Also wir fahren nach Ildenburg, dort wird es geslippt. Heidi ist mit dem Auto rund um die Müritz unterwegs. Ich muss jetzt einmal über die Müritz, das ist wunderschönes Wetter. Und weil hin und wieder die Frage hochkam nach unserem Equipment und unseren, ja, wie aufwendig das eigentlich ist, so Videos zu machen und wie unser Prozess hier läuft, dachte ich mir, ich stelle das mal vor. Wir haben hier eine GoPro 9. Das ist die Kamera, die nach vorne raus filmt. Auf einem Mini-Stativ. Da gibt es für die GoPros diverse, ja, Module, mit denen man die irgendwo befestigen kann. An der GoPro hängt der Media-Adapter von GoPro, weil man nicht zugleich eine Stromversorgung und ein Mikro in die Kamera reinkriegt. Hier haben wir also USB-Kabel mit 12 Volt direkt vom Armaturenbrett und ein Mikro. Das Mikro ist in mehrerlei Hinsicht wichtig. A, ist es ein Backup zu dem Mikro, was ich euch noch vorstelle. Und B, kann das nach drinnen ausgerichtet werden, während die Kamera jetzt nach vorne zeigt. Egal, jetzt legt es mal hin, gibt keinen dollen Ton. Und darüber läuft die Synchronisierung der Kameras. Das zeige ich euch später. Wenn ich zwei Tonaufnahmen habe von zwei Kameras, kriege ich das in DaVinci automatisch synchronisiert. Und wir haben ja drei Kameras. So, die GoPro filmt immer fleißig hier oben raus und ich zeige auch mal von welcher Position aus. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Da ist nämlich ein Adapter direkt auf die Scheibe gepinnt. Und jetzt stecke ich sie mal da auf. So. Und schon nimmt sie Aufnahmen nach vorne auf. Die zweite GoPro hier ist fest an Steuerbord etabliert. Werf die auch mal an. So, auf Video. Start. Auch hier läuft die Synchronisation zwischen allen drei Kameras über das Mikrofon. Da die hier draußen montiert ist, die Stellung zeige ich gleich noch, die Stelle, läuft das nicht ganz so gut, ist aber bei der Außenaufnahme auch nicht ganz so entscheidend. Wichtig für die GoPros, sage ich gleich noch, ich stecke die jetzt mal draußen rauf, damit wir da auch wirklich Aufnahmen haben. Jetzt schreckt sie aus. Kamera schreckt. Wie die da genau aussehen, zeige ich da. Jetzt wollen wir zwischendurch hier ein bisschen gucken, dass wir hier einen Weg auf die Müritz rausfinden. Und nicht für die Schlangenlinien fahren. Jetzt ist die Sonne weg und gleich ist wieder kühl. Naja, gut. So, für die GoPros. Die Einstellung. Die vorne, nach vorne raus, steht auf dem engsten Winkel, den GoPro zulässt. GoPro macht extremer Weitwinkel. Vorteil vom Weitwinkel ist natürlich, man kriegt ein riesen Feld links und rechts vom Ufer mit aufs Bild. Nachteil ist, alles erscheint noch weiter und kleiner. Das heißt, wenn wir hier sagen, wir sehen da vorne eine Tonne, sieht man die schon mit der engen Einstellung auf der GoPro kaum. Das ist für uns ein Kompromiss. Man sieht auch was vom Ufer links und rechts und auch noch ein bisschen was in der Ferne. Deshalb, mit den Einstellungen sind wir ganz zufrieden. Die GoPro an Steuerbord, eine ganz alte 5er übrigens, die, ja, zu den Nacken sage ich da noch was. Die GoPro an Steuerbord hingegen, die steht auf Weitwinkel, auf Weit, denn die hängt ein bisschen schief. Das zeige ich nachher nochmal. Die hängt schief und das heißt, ich muss die nachher im Schnittprogramm begradigen. Dafür muss ich natürlich an den Kanten was abschneiden, sonst fehlt da was. Beide filmen in 4K und mit 25 Frames pro Sekunde. Wenn ihr mit mehreren Kameras an Bord arbeitet, ganz wichtig, alle mit den gleichen Einstellungen, gerade was Frames betrifft. Sonst habt ihr hinterher ein unterschiedliches Tempo, wenn ihr die zusammenschneidet oder geruckelt. Moderne Schnittsoftware kriegt das halbwegs hin, aber es ist immer eine Krücke.
Also alle im gleichen Format, wenn ihr normal, da mal, aktuelles Fernsehformat ist ja immer noch 16:9. Wenn ihr das filmt, dann mit allen Kameras gleiche Format, gleiche Framerate. Erlaubt wäre eine doppelte. Also wenn ich hier vorne mit 50 Frames filmen würde, könnte ich das machen. Die 25 Frames sind für langsame Bewegungen, die so auf dem Schiff sind, aus meiner Sicht völlig ausreichend. Wenn ich Action-Cam mache, Flug, Bungee-Jumping oder was weiß ich, dann brauche ich viel mehr, weil ich ansonsten Schlieren anfache und Geflimmer sehe. Die Stabilisierung in den GoPros nach Möglichkeit abschalten, muss man ausprobieren. Wenn man Vibrationen draufkriegt, anlassen, weil die zu leichten Verwischungen beim Wasser führen. Die Elektronik ist manchmal ein bisschen doof und denkt bei kleinsten Bewegungen, zum Beispiel so ein bisschen Wellen oder ja, Gebüsch am Wegesrand, das wäre ein Verwackler und versucht das auszugleichen. Das sieht hinterher, hat einen etwas komischen Effekt. So viel zu den Einstellungen der beiden. Die dritte Kamera am Start, mit der ich hier gerade filme, ist eine Sony ZV-E10. Das ist eine sogenannte Vlogging-Kamera, weil man das Display um 180 Grad drehen kann und ich kann mich jetzt hier im Display sehen und habe alle Anzeigen im Display neben dem Objektiv. Das gibt es mit einem aus meiner Sicht hinreichenden kleinen Zoom-Objektiv standardmäßig geliefert, die Kamera. Wir haben das Objektiv allerdings ausgetauscht gegen 12 mm von so einem Young, mit dem wir sehr zufrieden sind, weil der Weitwinkel noch mal ein bisschen größer ist und wir hier ja den ganzen Innenraum mit ins Boot kriegen wollen. Die ZV-E10 hat eine kleine Macke, da mussten wir ein bisschen mit umgehen lernen. Wenn es zu lange zu warm ist, schaltet die sich schon mal ab. Wir haben zwei Sachen gemacht. Also das eine an eine externe Stromversorgung hängen, damit die Batterie nicht auch noch, der Akku nicht auch noch wärmt. Das hilft angeblich. Immer aufgeklappt sowieso. Und wir haben ein weißes Handtuch drüber gelegt, damit sie keine direkte Sonneneinstrahlung von oben hat. So, auch die filmt mit 25 Frames pro Sekunde und 16:9. Auch in 4K. An Speicherkarten haben wir umgestellt, sage ich mal, auf 128 Giga. Das reicht hier für 2 Tage. In der Regel überspiele ich es aber abends die Tagesergebnisse auf eine Festplatte. Kommen jedenfalls innerhalb eines Tages niemals in die Bedrohung. Bei 64 Giga bin ich da schon mal reingekommen, weil gerade die vordere GoPro schon sehr lange läuft mit hinter. So ein kompletter Schleusenvorgang dazu schon einige Giga, die dazu scheinen kann. Eingebaut, hin und wieder fährt der noch was. Jo, so viel dazu. Die Aufnahmen von den Kameras kommen natürlich noch. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispielfilmchen auf. Ich habe die übliche Reihenfolge, ist einfach so fest drin, macht es auch einfacher nachher im Schnitt. Erst die Frontkamera, dann die in der Mitte und dann die an Steuerbord. Und ich lasse jetzt einfach nur kleine Stückchen hier laufen und diese Stückchen werden wir dann mal und später im Schnittprozess vornehmen. Es reicht eigentlich schon, aber trotzdem schön zu sehen, wir haben viele Vögel hier, wirklich viele. Wir haben also an Bord für die Innenaufnahmen eine Sony ZV-E10. Das ist eine APS-C-Kamera mit einem etwas größeren Sensor als die GoPros, die haben. Daran hängt das Samyang Weitwinkelobjektiv. Ein aufgestecktes Mikro, mit dem wir so semi-zufrieden sind. Das Ganze steht auf dem Stativ. Und wir benutzen immer die 128 Giga SanDisk-Speicherkarten, mit denen sind wir sehr zufrieden. Nach vorne raus ist eine alte GoPro Hero 9 Black, auch mit Mikrofon, das bietet einen guten Ton. Kostet nicht die Hälfte von dem Sony Mikro, aber der Ton ist genauso gut.
Und an Steuerbord hängt eine alte Sima Black. Wie immer hier unten drunter unter dem Video sämtliche Artikel, die wir hier verwenden, sind auch einmal verlinkt. Wir machen ansonsten da keine Werbung für, aber da kommt man direkt auf eine Kaufseite. So, dann alle Kameras mit den gleichen Einstellungen. Wichtig dabei natürlich das Filmformat, also 16:9 und die 25 Frames per Second. Alle drei Kameras hängen permanent am Strom. Die oberen beiden direkt an der USB-Dose und die an Steuerbord hat eine Powerbank dahinter. Wir sind wieder zu Hause und könnten jetzt mit dem Videoschnitt beginnen, denn alle unsere Videodaten sind auf den heimischen Rechner überspielt. Allerdings werden wir jetzt noch einen Schritt dazwischen schieben. Wir wollen unser Audio noch verbessern und das machen wir extern. Dazu benutzen wir VLC. Das ist ein Videomedienabspielprogramm, das unter anderem auch den Audioton extrahieren kann. Konvertieren, speichern, nehmen unsere Videodateien, die wir vorhin aufgenommen haben oder neulich, und konvertieren die in MP3. Das dauert jetzt einen Moment. Der Konvertiervorgang ist abgeschlossen und wir sehen jetzt in unserem Verzeichnis neben den eigentlichen Videodateien noch die MP3-Files, das ist nur die Tonspur aus dem Video. Nachdem wir die Audio-Files extrahiert haben, wollen wir sie jetzt verbessern. Dazu benutzen wir eine Online-KI namens Audio Studio. Audio Studio gibt es in einer kostenlosen Version, also hier unter Account. Das ist der Starter-Plan. 20 Minuten pro Monat kann man hier mit seinen Audio-Files verbessern. Und ja, gegen eine geringe Gebühr von $12 monatlich wird es dann entsprechend mehr. Wir ziehen hier unsere Audiodatei rein. Das sind die, die wir gerade eben erzeugt haben. Ich nehme jetzt mal nur den zweiten. Können hier nochmal reinhören. Einfach so fest drin, macht es auch einfacher nachher im Schnitt. Erst die Frontkamera, dann die in der Mitte und... Wie wir hier hören, nimmt unsere Kamera aus dem Innenraum sehr viel Motorengeräusche mit auf. Kein Wunder, wir stehen ja auch oder sitzen ja auch mehr oder weniger direkt auf dem Motor. So, wir werden hier die Lautstärke automatisch einregulieren und zu Demozwecken um 60% die Stimme hervorheben. Normalerweise nutzen wir eher so 40 bis 50, aber es wird hier deutlicher. Das dauert natürlich wieder einen Moment. Und nun ist der Vorgang abgeschlossen. Wir hören mal rein, wie sich das jetzt anhört. Nehmen wir mal ein Beispielfilmchen auf. Ich habe die übliche Reihenfolge, ist einfach so fest drin, macht es auch einfacher nachher. Nochmal den Originalton. Ein Beispielfilmchen auf. Ich habe die übliche Reihenfolge, ist einfach so fest drin. Und nochmal das Verbesserte. Ich habe die übliche Reihenfolge, ist einfach so fest drin, macht es auch einfacher nachher im Schnitt. Die Motoren und Hintergrundgeräusche werden damit etwas gedämpft. Das Ganze exportieren wir jetzt und können jetzt in den Videoschnitt gehen. Für den eigentlichen Videoschnitt benutzen wir DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ist entwickelt von der Firma Blackmagic Design. Diese lebt in erster Linie von der Hardwareausstattung der großen Filmstudios. Die Software wird praktisch umsonst mitgeliefert. Es gibt eine wirklich kostenlose Version, die eigentlich alles kann, was unser eins so braucht, und eine Bezahlversion, die einen wesentlichen Vorteil hat. Sie ist schneller. Sie benutzt die Videokarte zum Rendern und ist damit erheblich schneller. Einmal gekauft, hat man alle Upgrades mit drin. Ich weiß nicht, ob das für die Zukunft so geht, kann ich nicht versprechen. In der Vergangenheit, wer sich die Version 12 oder 13 gekauft hat, damals vor zig Jahren, kann heute auf die Version 18 upgraden, ohne einen Euro bezahlen zu müssen. Wir sind jetzt im DaVinci und ich sag's mal vorher, das wird kein Tutorial für DaVinci. Davon gibt es reichlich gute auf YouTube, auch in deutscher Sprache. Im DaVinci müssen wir uns jetzt unsere Daten reinholen, die wir aufgenommen haben natürlich. Das ist zum einen unser Video, zum anderen der verbesserte Ton. Wir sind hier immer noch in der Innenkamera. Dann haben wir aber auch Bilder von der Steuerbordkamera. Die kommt mit rein. Und Bilder von der Kamera vorne.
Wir erinnern uns, gerade vorne lief Ton mit einem externen Mikro. Das heißt, wir können jetzt diese Aufnahmen synchronisieren, sodass das, was zur gleichen Zeit gefilmt wurde, auch zur gleichen Zeit hier abgespielt wird. Das macht DaVinci automatisch aufgrund der Tonspuren. Auto-Align Clips, und wir machen das auf Basis der Waveform. Das ist die Wellendarstellung der Tonspur. Daran erkennt DaVinci, wo wir sind. Mit der Außenkamera funktioniert das in der Regel nicht. Da muss ich einen anderen Trick gehen. Ich weiß, dass die Kamera ziemlich genau 3 Sekunden braucht zum Hochfahren. Jetzt mache ich sie an. 1, 2, 3. Ungefähr hier startet die Aufnahme mit der Außenkamera. So, jetzt haben wir diese 3 Kameras synchron und können jetzt beliebig sozusagen zwischen den Kameras den Einstellungen hin und her schalten. Zunächst wird hier allerdings die Steuerbordkamera begradigt. Wie wir sehen, ist es ziemlich schief. Ich gehe hier einmal rein. Ich weiß, dass 10 Grad Abweichung sind. Jetzt haben wir einen geraden Horizont. Da das Bild gekippt wurde, scheint hier jetzt natürlich die Spur darunter mit durch. Wir müssen also etwas hineinzoomen. 1,35 ist die korrekte Einstellung. Ups, wo war sie? So. Das Bild ist jetzt begradigt, beziehungsweise der Horizont. Und wir können jetzt noch etwas die Schatten hier aufhellen. Die GoPros stellen diese Randbereiche für meinen Geschmack immer zu dunkel dar. Deshalb gehen wir hier mal in den Color-Bereich. Markieren uns diese Datei und hellen den Schatten ein klein wenig auf. Das muss gar nicht so berühmt viel sein, aber wir sehen hier doch einen Unterschied im Bild. Damit ist dieser Schatten etwas erhellt. Wir machen das Gleiche auch mit dem Blick nach vorne raus. Und hoppala, das müssen wir natürlich auch noch die richtige Datei hier markieren. Auch hier ein bisschen, dass hier die Ränder ein kleines bisschen, die Uferränder ein kleines bisschen deutlicher auszumachen sind. Was wir an dieser Stelle mal ganz gut zeigen können, ist der Effekt, den ihr immer seht, wenn wir schon von ewig weit über Tonnen reden und gefühlt sind wir noch Kilometer weit weg. Wir sehen hier im Bild gerade die grüne Tonne voraus. Die ist diesmal natürlich auch im Video schon sehr deutlich zu sehen. Wenn wir vorne aus dem Fenster gucken während der Fahrt, haben wir hier knapp den Faktor 2. Das heißt, wir sehen die eher so. Wir reden hier dann schon über Dinge auf dem Wasser, die hier ganz hinten sind, die man im Film aber überhaupt noch nicht wahrnehmen kann. Das ist der Effekt, weshalb es im Film immer so aussieht, als würden wir uns Kilometer vor einer Schleuse schon über die Einfahrt unterhalten. So, was wir jetzt noch machen müssen, unseren Ton natürlich verwenden, den wir vorhin verbessert haben. Dafür löschen wir erstmal die alten Tondateien. Die brauchen wir alle nicht mehr. Wir nehmen nämlich nur den verbesserten Innenton. Den koppel ich jetzt mit der Videodatei dazu und muss noch einmal auf Stereo umschalten, weil Audio aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund die Dateien immer im Mono rausschmeißt. So, jetzt können wir uns das hier anschauen. Und ich kann hier beliebig, letztendlich indem ich einfach Teile rausschneide, zwischen den einzelnen Kameras hin und her switchen. Ich darf sie nur nicht mehr verschieben. Die sind jetzt synchron. Wenn ich anfange, hier oben irgendwas zu schieben, ist die Synchronizität weg. Jetzt nehmen wir mal ein Beispielfilmchen auf. Ich habe die übliche Reihenfolge. Was ich aber machen kann, natürlich hier an den Kanten ziehen. Damit bleibt der Film genau synchron. So drin macht es auch einfacher nachher im Schnitt. Erst die Frontkamera, dann die in der Mitte und dann die am Steuerbord. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Musik und letztendlich die abschließende Tonbearbeitung. Für den Ton ist das Modul Fairlight zuständig im DaVinci. Da kann man über ganze Spuren entsprechend Tonverbesserungen vornehmen. Ich habe hier immer mit drin beim Ton einen Limiter und einen Equalizer und ja noch so ein paar Feinheiten.
Für die Musik habe ich die dritte Spur vorgesehen. Da ist immer schon über den ganzen Film hinweg entsprechend die Lautstärke gedämpft. Wenn wir uns das jetzt hier mit reinholen, werden wir das gleich sehen, hören beziehungsweise. Den Schnittprozess vornehmen. Also idealerweise wird das Ganze natürlich auf Takt geschnitten und ja, das werde ich jetzt gleich noch fertig machen, weiterlaufen lassen, hänge dann gleich noch die Filmaufnahmen mit dran, die wir beim Slippen ins Winterlager gemacht haben, die paar Sekunden, und wenn der Film dann fertig geschnitten und gerendert ist, geht es hier ans Deliveren, ausliefern, und da kann man in DaVinci schon für YouTube Voreinstellungen benutzen. Ist recht praktisch, meiner Meinung nach. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispielfilmchen auf. Ich habe die übliche Reihenfolge, ist einfach so fest drin, macht es auch einfacher nachher im Schnitt. Erst die Frontkamera, dann die in der Mitte und dann die an Steuerbord. Und ich lasse jetzt einfach nur kleine Stückchen hier laufen. Und diese Stückchen werden wir dann mal und später im Schnittprozess vornehmen. Das reicht eigentlich schon. Aber trotzdem schön zu sehen, wir haben viele Vögel hier. Wirklich viele. Micha, jetzt ist es weg. Und? Zufrieden? Ja, aber ist immer traurig. Ne? Ja, guck. Weinst du? Mhm. Och.